Ich rieche, Außenstehende, ihr solltet sprechen mit Keishasha, statt hier rumzuwandern. Die Leute in Vorhof schlagen alle vor, dass ich mit ihrer Anführerin spreche, bevor wir uns Ich habe umsehen. meine Püppi verloren. Ihr seid ganz schön groß. Weiß Keishas, dass du hier bist, du solltest gehen zu ihr. Ja gut, dann gehen wir jetzt einfach zu Keishas. Bürgerin, Jorin. Geht weiter! Ihr müsst derjenige sein, der am Boot zur Schäß am Riff. Unsere Anführerin Keishas Khan wird euch wollen sprechen. Na, dann gehen wir einfach mal in die Stadt rein. Marale, Fremde, wie ist das möglich? Ihr müsst mit Keisha sprechen. Ihr braucht nur zu fragen. Okay, keine Keishas hier drin. Ihr braucht nur zu fragen. Ich sollte auch ins Haus der Anführerin gehen, wenn ich mit der Anführerin reden will. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, ein Heldentrank. Und ein Sonnenstein. Was machen eigentlich Heldentränke nochmal genau? ETW um 10 reduzieren, Trefferpunkte um 10 erhöhen. ETW um 10% reduzieren heißt um 1. Außer es ist der normale ETW, dann könnt sie sogar noch um 2 verringern. Worum geht es dies? Wie ihr wünscht. Ja. Ihr nicht gehört dazu. Ich rieche Außenstehenden in euch. Ihr bleibt mir von Leib. Sprecht mit Keisha. Sie mag sprechen mit Leuten wie euch, ich jedoch nicht. Also Keishas Khan. Ihr seid fremd hier. Ihr nicht gehören dazu. Hallo, ihr, die nicht hierher gehört. Ich grüße euch und frage euch, was euch hierher bringt. Wir Fremden gegenüber misstrauisch und manche, euer Kommen wird mit Angst versetzen. Bitte zerstreut meine Bedenken, dass ihr gekommen seid, hierher, um Unheil zu stiften. Wir werden euch nichts tun, unser Schiff ist gegähnt hat und wir wurden an die Ufer eurer Insel gespürt. Was wir hier wollen, ist unsere Sache. Es ist schlimm genug, dass wir vor dieser Insel im Niemandsland unser Schiff verloren haben. An euch sind wir überhaupt nicht interessiert. Wir sind aus einem anderen Grund hier und haben euch nur gestört, weil wir hier gestrandet sind. Nehmen wir mal die 2. Euer Ton unhöflich und wird euch nicht viel Respekt verschaffen unter uns, wenn ihr ihn nicht zügelt. Es wird euch verziehen, weil ihr so seid, wie wir es waren vor langer Zeit. Die Mütter unserer Großmütter kamen wie ihr hierher, ein zerschelltes Schiff zurücklassend. Viele schwammen ans Ufer und gründeten das Zuhause, das ihr hier seht. Die Kinder noch nie haben Außenstehende gesehen. Euer Schiff ist gesunken. Wie lange ist das her? Wir suchen nach einem alten Schiffswrack. So, woher ihr wusstet von diesem Ort? Seit langer Zeit wir leben umgestört, aber ihr wisst von unserem Schiffswrack? Ein Handelsschiff segelte während des Sturms nahe vorbei und sah es. Es trägt die Zeichen von Baldoran, einem Helden, der vor ungefähr 300 Jahren spurlos verschwand. Ein Mann namens Mendas hat uns angeheuert, um es zu finden. Sein Akzent ist dem euren recht ähnlich. Während eines Sturmes segelte ein Schiff hier nahe vorbei, konnte jedoch nicht anlanden. Sie sahen ein altes Schiffswrack, jedoch kein Anzeichen von euch oder irgendjemand anderem. Wir sind hier, um näheres herauszufinden und vielleicht auch etwas aus dem Wrack zu retten. Ich wusste es nicht, aber ich bin immer auf der Suche nach Strandgut. Nehmen wir mal das erste, dass sein Akzent recht ähnlich ist. Mendas, den Namen kenne ich nicht. Ich hatte gehofft, einer von unserer Sippe hat verlassen unser Heim vor einiger Zeit. Und ich dachte, er hätte euch vielleicht gesandt. Ich kenne auch Baldura nicht. Er war nicht einer unserer Gründer. Er hat nie zu uns gehört. Das Schiffswrack habe ich gesehen schon seit Jahren nicht mehr, aber ich weiß, wo es ist. Habt ihr versucht, es zu reparieren? Vielleicht können wir es verwenden, um uns zu retten. Gibt es eine andere Möglichkeit, von dieser Insel wegzukommen? Wir sitzen hier genauso auf dem Trockenen wie ihr. Nehmen wir mal das erste. Zu reparieren ist da nichts mehr. Es ist schon ewig hier seit Landung und Freiheit. Unser Wrack damals war schon ein Skelett und wird Jahre nicht so gut überstanden haben wie wir. Ich war jedoch schon lange nicht mehr dort.
Warum wart ihr schon lange nicht mehr bei dem Schiffswrack? Zu gehen dorthin ist gefährlich. Auf Insel gehen Bestien um. Von denen haben wir schon gehört. Unsere Mauer dient zum Schutz und wir kämpfen bis aufs Letzte. Das Dorf ist Zufluchtsort, doch die Insel ist wild. Dort sind jene, die nicht dazugehören. Sie bedeuten den Tod für uns, wie wir für sie. Gibt es keine andere Möglichkeit, von der Insel zu entkommen? Eine Möglichkeit, die Bestien zu umgehen? Es gibt einen Weg. Wir haben begonnen zu bauen ein Schiff. Schließlich, wenn wir Mauer und Dorf bauen können, können wir auch ein Gefährt bauen, das uns hier wegbringt. Den ersten der Mütter ging es nur ums Überleben, doch jetzt möchten wir weg. Die Bestien verursachen uns Ärger ohne Ende. Das Schiffshaus konnten wir nicht auf dieser Seite der Insel bauen, wegen Klippen und Riffe unter dem Wasser. Auf der anderen Seite der Insel ist es ruhig, doch dort leben die Bestien. Wir haben mit allem gekämpft, was wir haben, doch wir wünschen uns ein friedliches Leben. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Wenn ihr tötet die Bestien, wir wären alle frei und könnten fort. Ich glaube, ihr habt Karten für das Meer. Wenn wir das Schiffshaus fertigstellen, könnten wir alle gerettet werden. Ja, vielleicht können wir euch helfen, doch was springt uns da für uns dabei raus? Was würdet ihr uns zahlen? Ja, wir sollten erstmal froh sein, wenn wir von dieser Insel entkommen. Ich stimme von ganzem Herzen zu, ich werde diese Bestien beseitigen und uns alle retten. Ich muss wissen, von welchen Bestien ihr sprecht, gegen was müssen wir kämpfen. Da möchte ich keinen Anteil haben. Tut mir leid, aber ich werde euch nicht helfen. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, hier wegzukommen. Fragen wir aber erstmal, was für Bestien? Die Bestien, sie böse und töten uns auf den ersten Blick. Wir haben sie ferngehalten und so sehr als Menschen gelebt, wie wir konnten. Sie sind Tiere und leben wie Wölfe und Aasfresser. Sie sind ekelerregend und wir verabscheuen sie. Das ist sehr informativ, aber um was für Kreaturen genau handelt es sich? Wolfsgleich aber nicht Wolfs, menschgleich aber nicht Mensch. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie man sie kann nennen. Alles, was wir wissen, ist, dass sie sind wie wir, doch sie gehören nicht zu uns. Genug der Worte, wir werden uns sofort um sie kümmern. Wunderbar, ihr werdet uns helfen, wir werden euch helfen. Zusammen, wir werden diese Insel verlassen und unsere Kinder in die Welt hinausführen. Ihr werdet sehen, dass euch die Tore offen stehen. Bitte schließt sie fest hinter euch. Wir werden halten Wache, während ihr sucht. Sie auch haben einen Anführer, die Bestien. Wenn sie heulen seinen Namen, es hört sich an wie Karuk. Aber richtig verstehen, man kann das nicht. Ja, die mysteriöse Insel. Ich habe mich bereit erklärt, Keshas Garn zu helfen, die Insel von Bestien zu befreien, die das Wurf wohl schon seit Jahren tyrannisieren Sie befindet sich jenseits der Dorfmauer und sie sagt, dass ihr Anführer Karuk heißt. Er ist wohl mehr Wolf als Mensch, meint sie. Also ja, Lykanthropen. Ja? Ihr nicht gehört dazu, okay, der nicht sprechen wollen mit uns. Ja? Ich werde mich im Hand umdrehen, wie ihr wünscht. Was ist mit dir? Ich kenne euch nicht. Ihr seid fremd. Hallo, gute Leute. Ich, Marali. Ihr gehört, dass ihr Wölfe auf altem Schiff bekämpfen wollt. Ist das hier wahr? Ja, wir werden sie aufspüren und beseitigen. Bitte helft mir, Fremde. Ich habe niemanden sonst, an den ich mich kann wenden. So ein Pech, ich bin kein gehirntoter Paladin, der von dem hübschen Mädchen herumbefehligt werden kann, das ihm den Kopf verdreht. Was habt ihr denn? Mein Baby, sie haben es, ihr müsst es retten, oh bitte. Immer mit der Ruhe, wir hören euch zu. Es ist es so schwer, diese Ungewissheit. Vor 2 Monaten, mein Mann nahm meinen Sohn mit auf die Jagd. Sie wurden angegriffen und diese schrecklichen Wolfskreaturen. Sie töteten meinen Mann und nahmen mein Baby. Keshas sagt, dass sie das Baby nahmen, um es zu fressen, aber ich weiß, dass es noch lebt. Sie werden nicht gehen und nach ihm suchen und mich halten sie davon ab, das Dorf zu verlassen. Ihr müsst helfen. Ich könnte mich nie von einem Kind in Not abwenden. Wenn es noch am Leben ist, werden wir es finden. Natürlich werde ich euch helfen. Wie sieht euer Kind aus und wo wurde es zuletzt gesehen? Es ist wunderhübscher kleiner Junge mit schwarzem Haar, ganz wie sein Vater. Er ist 3 Monde alt und sein Name ist Peldan. Und sein Name Peldan ist. Sie raubten ihn nordöstlich von Dorf in Wäldern.
Fürchtet euch nicht, Marley. Feige Monster können mich nicht davon abhalten, das Kind zu holen. Danke, Freunde. Bitte bringt es mir zurück. Okay. Die Dorfbewohnerin Marali. Die Dorfbewohnerin Marali bat mich, ihr Kind, das vom Wolfskreatur gefangen wurde, zu retten. Ja, Maralis Kind. Bürgerin. Ist hier drin irgendwas Interessantes? Ihr braucht nur zu fragen. Hier nicht, aber unter dem Kopfkissen war ein Schirzobill. Hast du uns jetzt mal was Offenes ich zu sagen? Kenne euch nicht. Guter ihr Fremder, ich muss jetzt arbeiten. Okay. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier ist nichts. Der Sack ist auch leer. Noch zwei Heiltränke. Mit Vergnügen. So, dann lasse ich mal kurz das Fahner hier durchheizen. Wie kann ich ihr braucht, nur zu fragen. Ihr seid von anderswo? Dann seid willkommen. Ja, die einzige, die etwas nett zu uns ist. Wie ihr wünscht. Okay, auch hier gibt's was. Ein Ring. Ist wahrscheinlich auch schon älter. Und hier? Nichts. Okay. Ihr braucht nur zu fragen. So, dann lassen wir Safana einmal um diese Ummauerung rennen. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Ihr seid anders. Ich muss ganz schön tapfer sein, um eine Armee von Wolfsbestien zu bekämpfen. Ja, tapfer oder verrückt oder verzweifelt oder einfach an. Das Licht! Es brennt! Können wir das hier auch aufdecken? Das nervt mich, dieser Fetzen hier. Worum ihr braucht, nur zu fragen. So, hallo Jorin. Sprecht und dann geht. Tapfere Helden, hä? Eher Narren. Wir haben weder den Anspruch, Helden noch Narren zu sein. Erklärt, was ihr wollt. Es ist meine Aufgabe zu schützen, die Leute meines Clans vor allen Gefahren, einschließlich eures Versprechen, sie zu befreien von den Mannwölfen. Ich habe die Bestien bekämpft. Ihr und eure Handvoll Krieger haben wenig Chancen, diese Monster zu besiegen. Ich möchte nicht, dass ihr hier gebt Versprechen, die ihr nicht könnt einhalten. Ihr habt ein Recht auf eure Meinung. Lasst unsere Taten für uns sprechen. Wir werden euch Respekt, euren Respekt erst einfordern, wenn wir uns vor euch allen bewiesen haben. An eurer Meinung bin ich nicht interessiert. Wie es aussieht, habt ihr diese Inseln nie verlassen. Seit eure Vorfahren vor mehreren Jahrhunderten hier Schiffbruch erlitten. Ihr werdet mir verzeihen, wenn eure Meinung für mich nur wenig Gewicht hat. Nun lauft schon los, Spielzeugsoldat. Im Garten gibt es ein paar Unkräuter zu bekämpfen. Ja, sagt, ihr habt gegen die Bestien gekämpft. Sagt uns, was ihr über sie wisst und welche Schwächen sie haben. Die Wölfe können erscheinen menschlich, doch lasst euch nicht narren. Tief im Herzen sie sind Tiere. Sie ebenso aus Vergnügen töten wie für Nahrung. Die jüngeren Wolfsbestien viel schwächer als die älteren. Sie sind dunkelbraun mit etwas schwarzem Pelz. Sie sind vollständig taktlos. Sie greifen an, ohne nachzudenken, gleichgültig wie die Chancen stehen. Die älteren Bestien sind schwarz und einem etwas. Die älteren Bestien sind schwarz und einem etwas silbrigen Pelz haben. Diesen Akzent vorzulesen ist manchmal richtig schwierig. Sie sind mächtige und listige Feinde. Einige von ihnen können auch aussprechen Zaubersprüche. Sie leben auf Schiff unserer Vorfahrt. Ein großes schwarzes Untier herrscht über sie.
Es sich selbst nennt Karuk. Die Bestien können nicht verletzt werden mit normalen Waffen. Nur geweihte oder verzauberte Waffen tun ihnen etwas zuleide. Bei Angriff sie verwandeln sich immer in ihre wahre Gestalt zurück. Das ist alles, was ich euch kann sagen. Ich hoffe, ihr werdet sein erfolgreich. So. Du stinkst. Danke, du auch. Mein Name ist Farting, ich 5. In ein paar Jahren mein Papa mich wird jagen gehen lassen. Darfst du schon jagen gehen?